Die Bekanntschaft mit dem ICE. Besser gesagt mit dem ICE 3M, denn wir fahren heute auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Aachen im entsprechenden Transim World 2 Eisenbahnsimulator. Wir sind heute unterwegs mit dem ICE 17 nach Köln Hauptbahnhof und ja, sollen zu guter Anfang die Fahrgäste einsteigen lassen. Dazu entriegeln wir die Türen in Fahrtrichtung rechts. So, die Zugsicherungssysteme werden hier im Führerstand noch aktiviert. Und ja, ansonsten können wir dann auch direkt loslegen, die AFB noch einschalten, entsprechend hier die V-Soll-Freigabe auswählen, mit Enter das Ganze quittieren und dann wieder zurück ins Grundbild wechseln. Genau, wenn die Fahrgäste eingestiegen sind, kann es losgehen. Wir gehen nochmal ganz kurz runter in den Fahrgastbereich, gucken uns noch ein bisschen den ICE 3 an, bevor es hier losgeht. Und ja, von außen ist er erstmal richtig schön gelungen, muss ich sagen. Auch hier vorne so ein bisschen mit ja, die Verschmutzung eingebaut. So ein paar Fliegen und andere Tierchen, die da halt ja, während der Fahrt dran sag mal, zerplatschen. Des Weiteren hinten im Fahrgastbereich sieht alles sehr sauber aus. Alles ja, eigentlich so rein, als dass man hier jemanden operieren könnte. Das finde ich so ein bisschen schade. Da hätte man vielleicht so ein paar ja, kleine Verschmutzungen mit reinbringen können. Auch, dass hier die ein oder andere Person vielleicht durch den Zug läuft. Das finde ich noch ganz cool. Aber ansonsten wurde hier eigentlich alles mit ausmodelliert, was in so ein ICE 3 mit reingehört. Die Anzeigen hier oben, wo es hingeht, heute von Aachen Hauptbahnhof nach Köln Hauptbahnhof. Gut, ich glaube, wir haben noch einen Zwischenhalt in Stolberg. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müssen wir gleich nochmal gucken. Und ansonsten, ja, die Großraumabteile wurden implementiert. Die kleineren Abteile für die Ruhebereiche und so weiter finden wir auch alles mit drin im Simulator. Richtig schön gemacht. Wir haben freie Platzwahl, können uns hinsetzen, wo wir wollen und entsprechend uns eigentlich im ganzen Zug bewegen. Das Einzige, was wir nicht betreten können, wenn wir mal groß oder klein müssen, das sind die Toiletten. Die sind nämlich dauerhaft belegt. Da sitzt jemand drauf von Anfang bis Ende und ja, während der Fahrt findet sich da kein Platz für uns. So, hier nochmal ganz kurz durchzwängen. Wir sind hier gerade im Bordbistro und dann gibt es hier auch Speisen und Getränke normalerweise. Das ist hier aber entsprechend abgesperrt. Da können wir gerade nichts zu futtern holen. So, den Großteil des Zuges haben wir jetzt eigentlich auch schon gesehen. Wir rennen jetzt hier noch schnell durch die letzten Wagen, auch durch den zweite Klassebereich gleich. Und ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns draußen entlang, wieder vorne an den Anfang des Zuges und legen los. Jetzt sind wir gerade hier hinten. Auch der Aachener Hauptbahnhof wurde richtig schön ausgestaltet. Wir können nochmal ganz kurz in die Bahnsteigsunterführungen reingehen. Dort kann man nämlich das entsprechende Gleis nochmal wechseln. Auch hier Aachener Hauptbahnhof nochmal groß angeschrieben. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir uns mit bis zu 250 km pro Stunde hier auf die Achse. Denn so schnell können wir auf der Schnellfahrstrecke zwischen Köln und Aachen maximal werden. Die 300 km pro Stunde oder 330, die der ICE 3 hier fahren könnte, die erreichen wir leider auf diesem Streckenabschnitt nicht. Aber das ist kein so großes Problem, denn wir dürfen sowieso nicht schneller fahren in Deutschland als 300 km pro Stunde. Zumindest aktuell. Des Weiteren, eines der schönen Features, dass wir eben auch die Scheibe hinten, ja, ich sag mal, von der Lounge quasi irgendwie dimmen können, sodass die undurchsichtig wird. Dann wird das hier so, naja, bläulich ausgestrahlt. Das ist auch noch ein ziemlich cooles Feature, was es natürlich auch im echten ICE 3 gibt. So, ansonsten, die Türen sollten wir wieder verriegeln. Beide Seiten schließen bitte. So. Es piept auch. Der Zug sagt, Schließvorgang eingeleitet. Und dann sollte auch gleich das Signal auf freie Fahrt springen. Genau. Ausfahrt mit 40. Bremsen lösen. Und dann geht es los. AFB-Geschwindigkeit noch auf 40 festsetzen. Und dann räumen wir hier aus Aachen Hauptbahnhof mit dem ICE 3M ein weiteres Mal aus. Das klingt so ein bisschen nach Baureihe 189. Aber okay. Gerade da auch hier in der Kabine drinne, der Sound ein bisschen anders klingt. Aber na gut. Immerhin klingt es nach einem schönen, kräftigen Horn, was sie dem ICE 3 hier verliehen haben. Und wir drücken an der Stelle nochmal die Zugbeeinflussung oder die Wachsamkeitstaste.
Denn die hört man jetzt zum Glück auch außen. Und damit werden quasi ja, Zwangsbremsungen durch die SIFA und ähnliches auch vermieden. Das finde ich ja relativ schön. Klingt richtig cool. Okay, wir dürfen dann auch gleich mit etwas mehr als 40 km pro Stunde fahren. Deswegen hier Leistung nochmal runternehmen. Die Geschwindigkeit auf, ich dachte schon 120 festsetzen. Da vorne kommt der Kollege. Den grüßen wir einmal per Lichthupe. Und dann, ja, 100 sind's, okay. Die dürfen wir dann gleich hier ausfahren. Ja, so ein paar schöne Soundkulissen wurden auch mit eingebaut. Eine Feuerwehr und einen Krankenwagen hört man hier auch. Im Stadtgebiet von Aachen. Und ansonsten, finde ich, haben wir hier für Transimville 2 eine relativ schöne neue Strecke mit dazu bekommen. Und ich bin sehr gespannt, was es da noch an Szenarien in Zukunft geben wird. Was vor allen Dingen auch für andere Strecken den Weg in Transimville finden werden. Speziell halt in Transimville 2 und die ja, Zukunftsversionen, die da sicherlich auch in den nächsten Jahren noch erscheinen werden. So, erstmal die 100 km pro Stunde auf den Tacho bringen. Und dann geht's weiter. Freie Fahrt. Komischerweise hier wieder mit verkürztem Bremsweg, der angezeigt wird. Ist bei KS1 eigentlich nicht üblich. Und erst recht nicht ohne ZS3V. Dort vorne blinkt es nämlich schon wieder. Da müsste es eine Geschwindigkeitsvorankündigung geben. Normalerweise. Aber das Signal blinkt einfach nur. Das gibt es so eigentlich auch nicht. Aber na gut. Wir drücken an der Stelle einfach mal die Wachsamkeitstaste, weil ich weiß da jetzt auch nicht so recht, was ich tun soll. Normalerweise gibt es da immer eine Ankündigungsgeschwindigkeit, die dazu gezählt wird. Aber hier im Simulator, naja, scheinbar nicht. Deswegen behalten wir auch die Geschwindigkeit bei. Wir stellen trotzdem schon den AFB V-Sollschild auf 120 hoch. Weil ich dachte, auch hier wird mit 120 dann ausgefahren. Nächster Halt ist dann... Ach nein, nicht nächster Halt. Es geht durch den Ort Stolberg im Rheinland. Angehalten wird dort allerdings nicht. Und die 120 km pro Stunde dürfen aufgeschaltet werden. Die Leistung erhöhen. Volle Kraft voraus. Ab hier dann auch 140. Die 120 gelten hier nur für den weichen Bereich. Ja, des Weiteren müssen wir dann, ich glaube, sogar kurz hinter Stolberg, oder auf jeden Fall nach Stolberg erst, die entsprechende LZB mit dazu bekommen, sodass wir Geschwindigkeiten größer 160 km pro Stunde auch wirklich ausfahren können. Und die LZB ist hier im Transimville 2 Simulator relativ gut funktionsfähig. Allzu große Probleme habe ich jetzt noch nicht mit der feststellen können. Wir hatten einmal so eine Art ja, Systemstörung, Übertragungsausfall. Und zwar auf der ersten Fahrt hier in dieser wunderschönen Szenerie. Aber ansonsten, die Aufnahme in die LZB hat geklappt. Das LZB-Ende hat auch gut funktioniert. Bei der Aufnahme in die LZB war das einzige Problem, was ich festgestellt habe, dass die LZB sofort anspringt. Und nicht erst dann, wenn der Zug wirklich komplett im LZB-Abschnitt ist. Aber das ist hier wirklich eine Kleinigkeit, mit der man durchaus leben kann. So, wir haben es 9.38 Uhr laut Simulatorzeit, liegen damit auch voll und ganz im Fahrplan drin. Und wenn wir dann Stolberg erreicht haben, sollten wir auch die ersten Punkte wieder sammeln. Der ganze Simulator hier ist nämlich auch wieder als ja, typisches Arcade-Spiel ausgelegt, sodass quasi der Spieler wirklich ja, entsprechende Herausforderungen abschließen muss oder abschließen kann, um dann entsprechend hier Punkte zu erhalten. Mit anderen Worten ist es halt wieder hauptsächlich als Spiel ausgelegt worden und ja, der Simulationsgrad ist halt schon aufrechterhalten geworden oder aufrechterhalten geblieben, aber es ist halt trotzdem hier wieder sehr spielerisch ausgelegt. Ich denke mal auch gerade, weil man es eben für PlayStation und Xbox eben auch vermarktet. So, 120 dürfen gefahren werden, gleich nur noch
Deswegen hier Leistung rausnehmen. Bremskraft einstellen. Und runterbremsen. Ist eben auch so eine Sache. Die Bremsanzeigen hier drüben hätte ich mir gerade noch gewünscht. Dass man das wirklich ziemlich gut überblicken kann. Das wäre echt noch geil gewesen. So, jetzt geht's durch den Bahnhof von Stolberg durch. Da drüben auch der Kollege im Talent 2. Wir können uns hier einmal schnell an den Bahnsteig dran stellen. Oh, und 110 dürfen nur noch gefahren werden. Alles klar. Ich habe die LF-Tafel gesehen. Zack. Rein damit. Und dann wieder volle Kraft voraus und Geschwindigkeit beibehalten. Mal schauen, ich denke mal nach den Kurven hier hinter Stolberg wird es auch mit der Geschwindigkeit wieder nach oben gehen. Das sind nämlich, wenn wir uns das Ganze in der Übersichtsansicht anschauen, die ja, kleinsten Gleisbögen, die es auf dieser Strecke gibt. Also auf der Hauptstrecke draußen. Und der Rest ist dann wirklich, ja, hier gerade ab Düren wird es dann wirklich Freifahrt. Auf einer geraden Eisenbahnrennbahn. Genau, und auch in Düren wird nicht angehalten. Da führt man die Fahrt nur durch. Hier drüben auch ein Baukran. Also so kleine Details wurden halt mit in den Simulator hineingebracht, die das Ganze auch realistisch aussehen lassen sollen. Oder wie es DTG selbst bezeichnet, als ja, eine sehr immersive Simulation. Also eine Simulation, die sich relativ gut in die echte Welt einbringt und wo der Unterschied zwischen Realität und Simulation relativ klein sein soll. So, die Geschwindigkeit hat sich noch nicht geändert. Und hier bieten sich natürlich auch bei den Bahnhöfen zum Beispiel die entsprechenden Möglichkeiten für den Regional- und oder allgemein den Regionalverkehr und halt auch eventuell auch später mal private Eisenbahnen, die man hier fahren lassen kann. Aber bisher sind in Transim World 2 nur, ja, oder ist nur die Deutsche Bahn vertreten. Einmal mit dem ICE3, Baureihe 406, ICE3M und mit dem Zug, der uns gerade entgegenkommt, der Bombardier Talent 2 Einheit. So, VMAX 160. Dürfen sie aber noch nicht ganz ausfahren. Erst wenn der Zug wirklich in dem Abschnitt drin ist und dann Gummi geben. Auch hier wieder volle Kraft voraus. Ja, die Frage, die auch vielen Leuten auf der Zunge brennt, werden wir mit dem ICE heute 300 km pro Stunde erreichen? Kann ich schon mal ganz klar verneinen. Der ICE kann auf dieser Strecke nur 250 km pro Stunde fahren, zumindest nach den entsprechenden Zulassungen auf dieser Strecke, weil hier einfach von den Gleisbögen, von der Fahrbahn nicht mehr an Geschwindigkeit drin ist. Die 300 km pro Stunde, ja, die sind eigentlich fast nur auf fester Fahrbahn auszufahren. Mir ist jetzt kein Gleisabschnitt in Deutschland bekannt, wo wir 300 fahren können ohne feste Fahrbahn. Weil das hier, was wir jetzt gerade unter den Rädern drunter haben, das ist hier alles wirklich Schotterbett. Das sind Schwellen, die in den normalen Schotter eingelegt sind. Hier, das sieht in dem Fall sogar aus wie eine normale Betonschwelle. Also da ist nichts mit Geschwindigkeiten bis 300. Der Zug selber, ja, der kann theoretisch 330 fahren. Und um ehrlich zu sein, ich habe das auch im Simulator hier schon ausprobiert. Wir kommen bis an die 300 ran, aber dann so im oberen Geschwindigkeitsbereich macht halt auch schlapp. Ich wollte es halt einfach ausprobiert haben, ob der Zug wirklich 300 fahren kann. Auch hier im Simulator, und ja, das ist möglich. Zugelassen ist es allerdings nicht.
Und von außen hat natürlich auch TSW 2 hier wieder die eigentlich selben Kamerapositionen mitgebracht, wie wir sie auch aus Transimworld normal kennen. Oder aus Transimworld 2020. Wir haben quasi mit der Taste 3 die Möglichkeit, am gesamten Zug entlang zu springen und sämtliche Kamerapositionen während der Fahrt mit einzunehmen. Und ansonsten, ja, die typische Außenposition mit der Kamera auf der Taste 8 findet sich wieder. Mit der 1 geht es in den Führerstand hinein, mit der 2 die normale Außenansicht, wie man es auch aus Train Simulator kennt. Und der nächste Kollege. Also heute ist auf der Strecke wirklich viel los. Bei der ersten Fahrt, wo wir so wirklich durch Eis und Regen, beziehungsweise so wirklich ist, ja, Miesepeterwetter gefahren sind, da konnte man gar nicht so viel von der Strecke sehen. Jetzt werden hier schon ein paar Blicke mehr hellhörig und offenbaren sich uns. Und ich finde auch, die Soundkulisse hat sich jetzt so ein klein wenig schon verändert. Man merkt, dass hier von Dovetail Games auch ein paar Updates mit reingeflossen sind schon. Die sind auch wirklich ständig und stetig am Entwickeln. Gerade eben auch durch diese Verzögerung, was eben den Release angeht, möchte man da schon mal etwas nachlegen. So, hier oben fliegt sogar ein Flugzeug. Schön mit reingebaut. Also ein paar kleine Sachen, die ich auch noch mit bemängeln würde, sind diese Reflexionen hier in der Scheibe. Das sieht alles so ein bisschen, ich sag mal, verwaschen aus. Da kommen so ja, diese Computergrafiken halt einfach raus, dass man die da relativ stark kennt. Jetzt hier auch neben der Strecke, ja gut, so ein fliegender Verteilerkasten, ich weiß nicht. Muss nicht unbedingt sein. Das kennt man eigentlich auch von Dovetail Games ein bisschen besser an manchen Strecken. Aber hier ist es jetzt, ja, leider somit geworden. Es stehen auch ziemlich viele Verteilerkästen hier mit so einer Strecke, fällt mir gerade auf. Das ist eigentlich auch so, ja, nicht unbedingt üblich für die Bahnstrecke, würde ich behaupten. Ja, ansonsten, einiges hat sich auch noch am Wetter getan. Das soll jetzt wirklich dynamisch sein und sich teilweise auch anpassen können. Bei der Fahrtstrecke fällt mir vor allen Dingen auf, dass wir hier oben jetzt eine Zickzack-Oberleitung haben. Gefällt mir auch sehr gut. Das können wir uns speziell nochmal angucken, wenn wir mit der Kamera in Richtung Stromabnehmer hochfliegen. So, hier nochmal kurz überprüfen, ob auch wirklich alles beim Zug so ist, wie es sein soll. Ne? Wenn wir uns jetzt hier oben das Schleifstück vom Stromabnehmer genau anschauen und nicht von einer Brücke weggedrängt werden, dann sehen wir an der Stelle ganz genau, dass der ja, Fahrrad sogar den Bügel verlässt, komischerweise. Erstmal haben wir den LZB-Abschnitt und dann nochmal zurück zum Bügel. Und man sieht halt auch relativ schön, wenn jetzt der Bügel wirklich an der Oberleitung auch anliegen würde, dass der sogar ein Stückchen hoch und runter geht. Mit anderen Worten, wir haben hier wieder diese Höhenanpassung mit drin. Das finde ich toll. Weil gerade bei Tunneln und Brücken, da wird es halt auch noch ein ganzes Stückchen runtergedrückt. Und da merkt man dann eben, dass da Veränderungen auch mit im Gange sind. So, Höchstgeschwindigkeit aktuell bei 160. LZB-Aufnahme an der Stelle auch wieder erfolgreich. Und dann sollten hier gleich die höheren Geschwindigkeiten freigegeben werden. Ich denke, kurz nach Verlassen des Weichenbereichs von Düren wird das an der Stelle hier der Fall sein. Und auch hier wieder, wir sind auf der Premium-Trasse mit dem ICE, haben die Möglichkeit, hier den Kollegen in Talent 2 zu überholen. Genau, 200 km pro Stunde werden freigegeben. Der Zug beschleunigt von selbst durch die ja, hochgestellte AFB in Kombination mit der LZB. Auch zum Beispiel ein cooles Feature, man hat die Möglichkeit mit integriert, dass man hier das Sonnenrollo hoch und runter schieben kann. Ich
meine, man braucht es jetzt nicht unbedingt im Simulator, aber ist trotzdem ein schönes Feature, was hier den Weg mit in die Simulation gefunden hat. Ansonsten, sonstige Leuchtmelder hier unten, auch die Schweizer Leuchtmelder wurden mit integriert. Die CS-Überwachung hier drüben als entsprechender Leuchtmelder zumindest ist vorhanden. Fürs ATB hier drüben in Belgien und den Niederlanden. TBL auch mit. Also die ganzen Leuchtmelder sind schon alle mit schön integriert worden. Hier drüben findet man dann auch nochmal, das müsste auch für Belgien sein, die Zugsicherung. Genau, und jetzt nehmen wir die Höchstgeschwindigkeit wirklich an. 250 km pro Stunde. Höchstgeschwindigkeit während der heutigen Fahrt. So, wir stehen mal ganz kurz auf. Dürfen wir in echt natürlich nicht machen. Und setzen uns mal ganz kurz auf den schönsten Sitz eigentlich, wenn der Lokführer nicht unbedingt die Scheibe undurchsichtig geschalten hat. Denn hier direkt hinter dem Lokführer hat man eigentlich auch den geilsten Blick mit in den gesamten Führerstand hinein. Wir können uns auch hier drüben gerne nochmal hinsetzen. Oder auch auf dem Platz direkt daneben. Da kann man nämlich nochmal wirklich mit nach vorne schauen und einfach den Lokführer bei seiner Arbeit beobachten. Ich glaube auch, das sind mit die teuersten Züge, die teuersten Plätze im ganzen Zug. Das müsste hier auch erste Klasse sein, soweit ich weiß. Genau. Aber da hat man wirklich den schönsten Ausblick und kann vorne reingucken. Genau, hier drüben gelten 140. Das ist quasi der Bereich, der eben für den Nahverkehr ausgelegt ist. Sicherlich auch hin und wieder für Güterzüge. Und ja, hier sind wir mit bis zu 250 km pro Stunde unterwegs. Und das sogar noch über 10 km weiterhin. Zumindest so lange wird erstmal noch keine weitere Ankündigung durch die LZB gemacht. Genau, ich denke mal so ungefähr bis hierher. Dann wird es mit der Geschwindigkeit schon wieder langsam runtergehen. Dann geht es ins Stadtgebiet von Köln hinein. Kollegen wieder per Lichthupe begrüßen. Auch wenn das hier so schnell geht, bei einer Begegnung von jeweils 250 km pro Stunde, dass man den anderen Führerstand kaum noch erkennen kann. Aber die Höflichkeit verlangt es einfach, dass wir hier entweder per Lichthupe begrüßen oder ganz kurz mal aufs Mikrofon treten. So, und dann sollen wir hier auch schon wieder langsamer werden. Haltankündigung in 6 Kilometern. Weiß, vielleicht haben wir wieder irgendein Hindernis vor uns. Sei das irgendwie eine Regionalbahn, Regionalexpress, vielleicht auch ein liegen gebliebener Zug. Beim letzten Mal hatten wir zum Beispiel den Gleiswechselbetrieb auch auf dem Streckenabschnitt. Weil bei der ersten Fahrt sind wir ja bereits auf diesem Gleis hier unterwegs gewesen, allerdings in der Gegenrichtung. Weil wir da irgendwie an einem Zug vorbei mussten, es vielleicht auch irgendeine Störung auf der Strecke gab. Jetzt wird der Zug auch wieder schneller, okay. Hat wieder freie Fahrt bekommen. Auch gut. Demnach wieder Höchstgeschwindigkeit aufnehmen. Und was mir halt auch besonders positiv auffällt, im Gegensatz zum Train Simulator, wir haben jetzt hier eigentlich keinen mehr so starken Nachladeruckler. Es ist mir in Trainsimworld überhaupt noch nicht aufgefallen, dass es da solche Probleme gibt. Gut, dafür gibt es halt andere, die jetzt zum Beispiel komischerweise wieder auftauchend hier unten dieses Geflimmer in den Bereichen der Räder. Das hatten wir in den langsamen Geschwindigkeitsbereichen nicht. Keine Ahnung, wieso das jetzt hier plötzlich wieder auftaucht. Ich hatte es vor allen Dingen auch während der letzten Fahrt als einen Benefit anführen können oder als eine schöne Weiterentwicklung des Simulators. Jetzt werde ich an der Stelle hier dann doch wieder
So ein bisschen enttäuscht. Muss nicht sein. Ist schade. Ich dachte, Daftar Games hat an der Stelle irgendwie ein bisschen mehr dazugelernt. Aber irgendwie haben sie das nicht richtig implementieren können. Eigentlich sehr schade. Ich wollte schon sagen, ist das Signal jetzt hier auf KS1 gestellt und blinkt hier vorne? Aber nein, das sieht manchmal nur so aus, wenn eben zum Beispiel der Fahrtrad kurz vor dem Signal ist oder irgendwelche anderen Hindernisse. Seien das jetzt Blätter oder ein Mast zum Beispiel, dann flimmert das immer so komisch bei den Signalen. Hier vorne haben wir es gerade gesehen. Hier jetzt nochmal. Also auch Transom World 2, kann man so sagen, hat so seine Kinderkrankheiten. Ist halt auch nicht hundertprozentig ausgereift, würde ich behaupten. Aber ansonsten halt auch die ländliche Gegend hier ist schön animiert worden oder schön implementiert. Dass da viel animiert ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil hier bewegt sich eigentlich fast nichts. Es sieht trotzdem aus dem Zug aus wie eine relativ realistische Umgebung. Es sind ein paar viele Hochspannungsmasten, muss ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob das in echt hier auch so ist, aber die Möglichkeit besteht natürlich. Und ansonsten, ja, ist hier halt viel gerade Fahrbahn. Typische Hochgeschwindigkeitsstrecken. Sehr große Gleisbögen. Und. Da piept es auch schon wieder. Die RZB meldet sich. Genau. 160 km pro Stunde erwarten. Der Zug bremst an der Stelle von alleine runter, weil wir eben die AFB eingeschalten haben. Und sollten dann auch gleich bei 160 ankommen. Hier unten sehen wir nochmal den Distanzmesser, die Entfernungsanzeige. 3 Kilometer haben wir noch, um auf 160 runterzukommen. Danach könnte das LZB-Ende schon erfolgen. An der Stelle mal, ja, in die Übersichtsansicht hineinschauen. Das ist auch sehr wahrscheinlich, dass er gleich der LZB-Ende-Leuchtmelder, das ist dieser gelbe hier mit der schwarzen Schrift Ende, wenn der aufleuchtet, müssen wir hier drüben den Freitaster betätigen. Innerhalb von wenigen Sekunden. Ansonsten wird auch hier, wie bei der PZB, automatisch eine Zwangsbremsung ausgelöst. So, Gefahr wird signalisiert. Ich hoffe, dass da ein LZB-Austrittspunkt kommt in der Richtung. Bei der letzten Fahrt hat es schon funktioniert. Aber wie es scheint, haben wir jetzt hier nochmal... Okay, 10 Kilometer freie Fahrt. Na dann, geben wir Gummi. Nein, doch keine freie Fahrt. Ja, also die LZB ist halt auch so ein bisschen... Ja. Ist keine hundertprozentige, richtige LZB. Weil die hätte uns hier nicht nochmal für 10 Kilometer freie Fahrt angezeigt. Und damit dürfen wir auch schon im Stadtgebiet von Köln sein. Hier drüben stehen schon 80 angeschrieben am Nebenglas. Hier vorne jetzt die 70 sogar für uns, okay. Wie auch angekündigt, okay. Stimmt an der Stelle also auch. Ja. Was ist denn jetzt? Jetzt hat er irgendwie aus komischsten Gründen eine Zwangsbremsung ausgelöst, okay. Wir sind noch in der LZB, also theoretisch hätte er das gar nicht gedurft. Und jetzt haben wir wieder so ein Problem, dass der Zug scheinbar nicht anfahren möchte. An der Stelle nochmal versichern, dass wirklich alle Türen auf Schließen sind. Aber das war beim letzten Mal, glaube ich, schon mal so ein Problem, dass er das hat nicht anerkennen wollen.
Nee. Und wieder eine Systemstörung, okay. So, LZB-Ende blinkert wieder. 1000 Hertz auch komischerweise jetzt. Ach, was ist denn jetzt wieder los? Ja, dass hier irgendwas nicht stimmt, das weiß ich auch. Aber was stimmt nicht? Das ist die Frage. Federspeicherbremse ist gelöst. Stromaufnehmer ist auch oben. Nur der Zug, der möchte mal wieder nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Bremsen sind... lose. Aber wir können uns nicht bewegen, weil er die Traktion nicht annimmt. Vielleicht die AFB einfach mal ausschalten, das könnte auch noch was sein. Nee, macht auch nicht. Es juckt ihn nicht. Gut, dann dasselbe Spielchen wie beim letzten Mal. Zurück ins Grundbild wechseln. Fahrtrichtungswende auf 0. Hauptschalter raus. Der nimmt nicht mehr raus gerade. Der nimmt auch nicht den Strom nicht mehr runter. Jetzt ist er ganz bockig. Jetzt. Hauptschalter aus, Strom nicht mehr runter. Naja, jetzt redet er wieder ganz viel mit uns. Die Sicherungssysteme auch nochmal ausschalten. Ja. Das bekomme ich auch mit, dass hier eine Störung vorliegt. Jetzt dreht der Zug wieder komplett am Rad. Hauptschalter rein. Willkommen bei der Deutschen Eisenbahn. Meine Güte. Wieso leuchtet denn Befehl 40 jetzt? Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie? Okay. Nee, auch das will er nicht. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat, der Zug. Irgendwas mag der nicht. LZB-Ende nochmal quittieren. Ansonsten fahre ich hier gleich ohne Zugsicherungssysteme los. Dann machen wir hier einen auf Störfahrt. Der will ja nicht mehr so. Jetzt. Der hat doch gerade das Anfallgeräusch gemacht. Wieso will er denn jetzt nicht los? Ja, weil wir zurückrollen. Alles klar. Wieso lässt er mich nicht losfahren? Gut, dann nochmal Rinder. Strom ist auch wirklich oben, so wie die Anzeigen es uns im Führerstand verraten. Der Hauptschalter ist eingeschaltet. Fahrtrichtungswende ist vorne. Die Sicherungssysteme schalten wir nochmal alle aus. Trotzdem bleibt die PZB aktiv. Auch cool gemacht. Ja, wir fahren unter der Geschwindigkeit während der Fahrt. Das ist richtig. Aber der Zug fährt gar nicht dahin, wo ich will. Der ist wie so ein bockiges Kind. Ach, na klar. Alles klar, man muss die AFB hier in Nullstellung bewegen, wenn die bockig ist.
nochmal das LCB-Ende quittieren und dann geht's. Also, merken, wenn es irgendwelche Probleme gibt mit dem Zug, die AFB hier irgendwie auf Null ziehen, vorher natürlich ausschalten und dann nochmal neu probieren. So viel schon mal als Tipp für die Fehlerbehebung. Dann probieren wir es an der Stelle nochmal neu. AFB ganz nach vorne. AFB anklicken, V-Soll-Freigabe. Und dann funktioniert es scheinbar auch wieder. Nein, das funktioniert nicht. Wieder in die AFB rein. AFB aus. Das kann nicht wahr sein. Ja, Bremse lösen. Eieiei. Das habe ich mir jetzt so nicht vorgestellt, aber Störungen gehören halt auch mal dazu, ne? Ich meine, wir könnten es jetzt rausschneiden, aber wir wollen ja zeigen, wie der Simulator wirklich eigentlich ist und nicht irgendetwas schöner darstellen, als es denn eigentlich ist. Aber was stimmt jetzt hier wieder nicht? Ja, Zwangsbremsung kannst du gern machen, wir stehen eh schon. Boah. Ich hab's beim ersten Mal auch schon begriffen. Und jetzt. Nächster Versuch. Mal gucken, ob wir heute noch in Köln ankommen. Jedenfalls im Hauptbahnhof. Und nochmal freidrücken. Wir brauchen es eigentlich nicht, aber wer weiß. So, jetzt scheint es der Simulator irgendwie gerafft zu haben. Leistung runternehmen. 70 haben wir auf dem Tacho. Wunderbar. Und damit einfahren in Köln Hauptbahnhof. Wenn auch nochmal mit ziemlicher Verspätung jetzt. Ich hatte eigentlich darauf gehofft, dass wir pünktlich in Köln ankommen. Aber nein, dem ist nicht so. Die Einfahrt gestaltet sich hier halt auch wieder relativ schön. Wir haben einen Blick auf den Kölner Dom, auch das gesamte Bahnsteigsgebäude oder die Bahnsteigsüberdachung wird dann wieder schön zu sehen sein, wenn wir auf das Bahnhofsgebäude zufahren. Ja, was macht jetzt der Anzeiger hier drüben? Ich habe verstanden, dass wir keine LCB mehr haben. Aber irgendwie versteht der Simulator nicht, dass ich es verstanden habe. Was ist denn das? Wenn wir die Leistung rausnehmen, geht er auf Bremsen? Na gut. Und dann heißt es für uns auf 40 runterbremsen. Und damit herzlich willkommen im Hauptbahnhof von Köln. Da vorne auch die Bahnsteigsüberdachung, wie bereits angekündigt. Und auf der rechten Seite in Fahrtrichtung das Gebäude Kölner Dom. So, 40 haben wir auf dem Tacho und fahren damit ein. Ja, der Kollege dort vorne wird sicherlich noch auf uns warten. Der hat bestimmt die Anweisung bekommen, dass die Fahrgäste aus unserem Zug hier... hier vorne ist ein bisschen sehr viel rot. Dass die Fahrgäste aus unserem Zug mit in den anderen Zug eventuell rein müssen. Und deshalb wartet der sicherlich auf uns. Gut, die roten Lämpchen habe ich jetzt hier alle ziemlich verunsichert. Nicht, dass man HP0 in den Weg gestellt bekommen. Obwohl das so gar nicht gedacht war.
Aber dann hätte auch an der Stelle nochmal irgendwie eine Ankündigung erfolgen müssen. Na gut. Dort vorne sehen wir schon den Haltemarker, wo wir eben stehen bleiben sollen. Und wir gucken uns auch gleich nochmal, wenn wir es schaffen, die Hohenzollernbrücke an und den Kölner Dom. Haben wir zwar im ersten Teil schon gemacht, aber dennoch möchte ich da ganz kurz einen Blick drauf werfen. Ja, alles in allem, für mich eine sehr aufregende Fahrt, gerade wieder durch diese Störung. Und jetzt hat hier auch gerade noch der Leuchtmelder für die Bugklappe geleuchtet. Keine Ahnung, also irgendwie, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen da seitens DTG noch ein paar Updates gibt. Und auch hier wieder der 500 Hertz Gleismagnet leuchtet. Demnach haben sie uns da ein HP0 in den Weg gestellt, würde ich meinen. Ohne dass hier irgendwie eine Vorankündigung stattfand. Aber okay. So. Am Bahnsteig anhalten, die Fahrgäste aussteigen lassen. Und ja, damit verabschiede ich mich erstmal hier aus Transim World 2 und von dir. War eine sehr schöne Fahrt, wie ich finde, trotz der Störungen. Und ja, an der Stelle ganz kurz einen Blick auf das Bahnhofsgebäude werfen, auf die Hohenzollernbrücke und natürlich den Kölner Dom. Genau, die Züge fahren schön langsam drüber, unten drunter der Rhein. Und ja, damit verabschiede ich mich, sage danke fürs Zusehen, allseits gute Fahrt und das möglichst ohne Störung und bis zum nächsten Mal, dein Think New Fly New.